René unterwegs mit seinem Baby. Mit Vorliebe prügelt er seinen extrem tiefen Kadett durchs kurvige Erzgebirge. Harte Jahre der Vollrenovierung liegen hinter ihm. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Stolz wie Oscar blättert René durch den Hochglanzbericht über sein Lebenswerk. Hierzulande fährt halt so ein Auto nicht rum. Also das ist sehr selten hier und die Leute fragen sich dann wirklich, was ist das für ein Auto? Und das ist das Gefühl, wenn die Leute dann fragen, gucken und mich bestaunen, wie ich mit dem Auto rumherfahre, dann das bestätigt einen doch. Gegen den Strom ist Renés Devise. Dazu hat er den 78er Kadett edel aufgemöbelt. Über 10.000 Euro und 3 Jahre Bauzeit stecken in dem Rüsselsheimer Sahneschnittchen. Ich habe mir eigentlich alles selber beigebracht. Ich habe als Laie angefangen und habe als Automechaniker aufgehört. Der Reihe nach. Mit Knattersound und reichlich Rost fängt alles an. Die rollende Baustelle zerlegt der gelernte Zimmermann bis auf die Grundmauern. Schleifen, Sandstrahlen, Schweißen, Improvisieren, nochmal Schweißen und so weiter. Ich habe eigentlich das komplette Programm gemacht. Ich kann es nicht leiden, wenn ein Auto von außen schön aussieht. Und wenn ich dann unten drunter schaue, dann ist es halt nicht schön gemacht. Ein bisschen pingelig ist er ja schon, der René. Aber nur so kommt man an diesen Kofferraum. Wo früher mal ein 1,6er krächzte, faucht jetzt ein böser 2 Liter aus dem Manta. 115 Pferde schieben den leichten Stadtfloh ordentlich an. Nur 900 Kilo bringt das Teil auf die Waage. Wie von der Tarantel gestochen, schießt der Rennfloh davon und presst seine 2,15er Hinterreifen in den Asphalt. Das Sportfahrwerk erledigt den Rest. Das ist wirklich ein Gefühl, wie als würde man mit einem Brett über die Straße fahren. Ich kann in den Kurven reingehen, ohne dass mir da irgendwas ausbricht. Es ist auch nur zu empfehlen, auf schönen Straßen zu fahren, weil sonst macht man sich da seinen Rücken richtig kaputt. Seitenhalt gibt's reichlich in den Vollschalensitzen. Überrollkäfig und Zusatzinstrumente duften nach Rennsport. Die Holzgriffe hat René natürlich selbst gedrechselt. Bei den Felgen bleibt der 29-Jährige penibel. Die tun halt ganz schnell verschmutzen, verdrecken. Der ganze Bremsstaub setzt sich fest. Man kriegt es auch, wenn man nicht dahinter ist, gar nicht so schnell wieder weg. Es gibt so kleine Reste, ja, da muss man dann ein bisschen sich zum Beispiel mit einer elektrischen Zahnbürste behelfen. Und dann endlich ab aufs Treffen. Bei den Blitzhits steht René voll im Mittelpunkt. Das ist der Lohn für die langen Nächte in der Garage. Der erste Platz. Die Preisrichter schauen ja nicht bloß den Lack an, sondern die schauen ja, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Und ja, für den ersten Platz hat es ja gelangt. Ein steiniger Weg bis dahin. Auf der Hebebühne fast schon lebensgefährlich. Wo ich ihn wieder abgelassen habe, habe ich dann gemerkt, dass ich die Handbremse vergessen habe anzuziehen. Und das frisch lackierte Auto ist mir dann rückwärts weggerollt. Und ich bin dann noch im großen Sprung hinter das Auto gesprungen und war dann zwischen dem Auto und der Garagentür eingeklemmt. Na, das nennen wir Einsatz. Den Todessprung hat er zum Glück überlebt. Selbstverständlich holt René sein Baby nur im Sommer und nur bei schönem Wetter aus der Garage und ärgert mit Vorliebe langsame Sonntagsfahrer auf den erzgebirgischen Serpentinen.